wird Ihnen präsentiert von Rolex. Was für ein außergewöhnlicher Moment, den wir gleich erleben werden. Ein neu entdecktes Stück von Wolfgang Amadeus Mozart. Es ist einfach unglaublich, die Partitur zu sehen und die Musik eines Stückes zu hören, das noch nie gespielt wurde. 94 Sekunden neuer Mozart, zum Leben erweckt vom Klaviervirtuosen Song Chin Cho. Eine Weltpremiere bei der virtuellen Mozartwoche in Salzburg. Musiker durfte einen Blick auf das Originalmanuskript werfen. Mozart hat es vermutlich Anfang 1773 geschrieben. Kürzlich wurde es aus Privatbesitz erworben. Das richtig Interessante ist, dass diese Handschrift ganz ungewöhnlich aussieht für Mozart. Natürlich sind es seine Züge, aber das Blatt ist offensichtlich ganz, ganz schnell geschrieben. Und auch das Papier, das ist kein Notenpapier, sondern das ist ganz normales Schreibpapier, auf das Mozart Notenlinien aufgezeichnet hat. Mozart schuf dieses Allegro in D für Klavier als 17-Jähriger, entweder am Ende seiner dritten Italienreise oder nach seiner Rückkehr in Salzburg. Diese Musik ist sehr heiter, auch verspielt. Man spürt, dass das von Mozart komponiert wurde. Dem jungen Mozart. Man spürt die pure Emotion. Da gibt es diese Sprünge. Und dann plötzlich wird es gefühlvoll. Diesen Kontrast mag ich sehr. Das Genie von Mozart blitzte bereits in jungen Jahren auf. Das spiegelt sich in seiner frühesten überlieferten Konzertarie wider. Komponiert mit gerade einmal 9 Jahren. Man spürt diesen jungen Knaben voller Jugend, Ehrgeiz und Energie. Seht her, was ich alles kann. Es ist ein dramatisches Stück über den Furor, über seinen Zorn. Da flackert etwas in ihm auf, das bereits eine Vorahnung auf seinen Don Giovanni war, auf seine großen dramatischen Werke. Mozart nimmt uns an die Hand, geht mit uns durch die schwierigen Zeiten. Und dann führt uns Mozart immer ins Licht. Musica wurde Ihnen präsentiert von Rolex.